laufen, und zwar bei jedem Wetter. Das war mir ganz wichtig. Viele Leute sagen, du hast aber nicht viel Koppeln, weil Koppeln habe ich nur da die 6000 Quadratmeter, das ist nicht so viel. Aber dann ist es so heiß, dass die Wiese kaputt geht und kaputt gemacht würde von den Pferden. Außerdem sagen meine Tiere auch, da hat so viel Kribbelmücken, nee, danke. Okay? Und dann wollen die eigentlich in der Zeit raus, wo es auch nass ist. Okay? Julia, schönen guten Tag. Ja, hallihallo. 25 Jahre Maultierhof. Nein, 25 Jahre Wanderreitbetrieb. Ach, Wanderreitbetrieb. Genau, aber ich war vorher auf der Schwäbischen Alb, ja, und bin jetzt seit guten zwei Jahren hier, ja, und habe damit mir auch den Traum erfüllt und habe den Maultierhof. Ja. Du hattest auch Pferde in Altenlotheim, oder? Nee. Verwechsel ich das auf jetzt? Auf der Alb hatte ich Pferde zu Anfang. Also 1998 habe ich angefangen mit Pferden, ja, und habe seit 2007 dann die Maultiere. Neugierig, genau. Sind sie, sie kommen schon so ein bisschen. Ja. Vielleicht sollten wir erstmal so ein bisschen erklären, Maultier, Maulesel, was ist das? Genau, ein Maultier ist eine Mischung aus Pferd und Esel. Man könnte auch Muli sagen, das ist einfacher. Weil es gibt außer dem Maultier noch einen Maulesel. Das hängt damit ab, von ab, wer Vater und wer Mutter ist. Beim Maulesel ist die Mutter der Esel. Die Mutter wird immer im Namen genannt. Und beim Maultier wäre es das Tier oder das Maulpferd. Dann wüsste man, dass die Mutter ein Pferd ist. Und der Vater ein Esel. Jetzt sind bei uns in Deutschland Maultiere, Mulis, nicht ganz so verbreitet wie zum Beispiel immer noch in den USA, wo sie gerne eingesetzt werden zur Feldarbeit, aber auch hier zu langen Wanderungen. Aber hier bei uns in Nordhessen gibt es das inzwischen auch. Genau, ne? Mich haben mal zwei Finnen gebracht, die bei mir waren. Die haben gesagt, du, es gibt in Nordeuropa keinen solchen Betrieb. Es gibt noch jemanden in der Uckermark, der hat so viele Mulis, aber ich habe den buntesten Bestand, also alle möglichen Farben, alle möglichen Größen, und in der Uckermark, der hat sehr gleichförmig, der hat eher Kaltblut-Mulis. Mhm. In Frankreich kreuzt man zum Beispiel Poitou-Esel mit, genau, die werden um diese ein etwas größeres und stärkeres Muli zu bekommen. Es war auch einer da, der kam von südlich von Fulda, der kam hergewandert zum Mulifest. Der hatte ein Poitou Comtois-Mischling. Ja, einfach um stärkere Mulis zu kriegen, genau, gerade in den Alpenregionen werden, genau, die immer zur noch als Tragtiere auch gerne genutzt. Ne? Es tritt sicher wie ein Esel, genau, aber nicht so störrisch. Ja, vor allen Dingen, also erstens, die Bundeswehr ist der größte Maultierbestandsbesitzer in Deutschland, und man nimmt die deshalb, weil die sehr ruhig laufen, ja, eine bessere Tragfähigkeit als Esel haben, mhm, einen höheren Arbeitswillen schon, sind auch schneller, da fluchen dann die Soldaten drüber, wenn sie die als Packtiere haben. Und ein großer Vorteil von den Maultieren ist, dass sie vom Esel keinen mitgebracht haben, dass sie nicht so viel Wasser brauchen. Das heißt, überall in der Welt, wo es keine Wege gibt und wo wenig Wasser ist, da sind die wichtig. Deshalb auch in den USA, weil zur Eroberung von Amerika brauchte man... In den Gebirgen wie den Rockies oder Appalachen. Genau, oder die größten Wüstenregionen, ja, da braucht man ja auch. Ja, ja, und wer sich so ein bisschen in Westerngeschichte auskennt, der sieht dann so 12, 16 Mulis vor... 20. Und noch mehr vor den, genau, Minenwagen, wenn die... Genau, Borax hatte 20 Spänner. Ja, sowas durch die Gegend gefahren haben. Sie gelten als unheimlich gutmütig. Ja. Also allgemein, meine, ja, soweit. Ist das so? Also, sie sind gutmütig. Die Maultiere wissen immer sehr genau, was sie wollen. Ja. Und man muss als Mensch eben auch wissen, was man will. Also somit vielleicht eventuell kommt man nicht so weit. Die haben einen ganz großen Arbeitswillen. Wenn wir
einen Plan haben und das auch vernünftig überlegt haben. Jetzt muss ich mal auf meinen Spickzettel gucken, weil Charles Darwin, der berühmte, bekannte Evolutionswissenschaftler, hat mal in Bezug auf die hervorragenden physischen Eigenschaften des Maultiers geschrieben, das Maultier scheint mir ein sehr erstaunliches Tier zu sein. Es macht den Anschein, dass hier die Kunst die Natur übertroffen hat. Ja. Das ist doch sowas wie der Nobelpreis für Maultiere. Genau, oder? So könnte man sagen. Das könnte man doch sagen. Also es gibt ja auch noch mehr Hybriden, also Mischungen zwischen zwei verschiedenen Tierarten. Hm. Das muss man ja sagen, Pferd und Esel sind Tierarten, nicht unterschiedliche Rassen. Es gibt zum Beispiel Schaf und Ziege, Mischlingen. Aber Schaf und Ziege oder Tiger und Löwe zum Beispiel sind lauter Tiere, die man zwar kreuzt, aber das ist eine Spaßkreuzung. Die Maultiere züchtet man seit 3000 Jahren. Und am meisten sind sie vertreten in Südamerika. Wie gesagt, in Regionen, wo es keine Wege gibt, gibt es sie ganz viel. Und für die Wanderreiterei sind die einfach super, weil die, wenn die ausgebildet sind, cool sind. Sie haben einen ganz hohen Kuschelfaktor, den haben sie vom Esel, also die kuscheln gerne, wenn sie die Menschen gewohnt sind. Ja, und sind genügsam, sind super im Schritt. Jetzt haben... Du sagst unterschiedliche Tierarten, das erkennt man eigentlich daran, dass sie unterschiedliche Chromosomenpaare haben, Pferd und Esel. Genau. Und deswegen sind Mulis nicht, eigentlich nicht fortpflanzungsfähig, oder? Genau. Im alten Rom gab es ganz viele Maultiere, aber kein Lotto. Und wenn wir heutzutage sagen, das ist ganz selten, das ist, sagen wir, das ist so selten wie ein Lottogewinn. Und die alten Römer haben gesagt, das ist so selten, wie wenn eine Maultierstute fohlt. Fohlt. Ganz selten, weil Esel hat 62 Chromosomen, Pferd hat 64, dann kommen 63 beim Maultier raus. Und man kann sich so vorstellen, also wenn wir jetzt die, das, sagen wir mal ganz verkürztes Gen von der Haarfarbe haben, auf dem einen Chromosom muss das mit dem anderen auch mit der Haarfarbe wieder zusammenkommen. Ja. Und das ist eben sehr selten. Es gibt ganz selten Stuten, Maultierstuten, die Fohlen kriegen von dem Eselhengst. Aber in Südamerika werden die Maultierstuten zum Beispiel genommen, um die Fohlen von wertvollen Zuchtstuten, Pferdestuten, genau, auszutragen. So, jetzt wollen wir über das Wanderreiten, ja, das Trekking hier bei uns rund um den schönen Edersee mit Mulis reden. Wie lange machst du das schon? Also den Betrieb gibt es seit 25 Jahren, vorher auf der Schwäbischen Alb in Biosphärengebiet, auch als Biosphärengebietspartnerin, als Bildungspartnerin. Jetzt hier im wunderschönen Naturpark Kellerwelt-Esersee. Ist auch super. Ich bin auch begeistert von der Landschaft. Bin jetzt auch Naturführerin vom Naturpark hier und zeige den Leuten gerne die Landschaft. Dadurch, also beim Wanderreiten hat jede ein Tier und reitet auf dem. Sollte man auch reiten können. Und bei den Trekkingtouren ist es so, da werden alle Tiere geführt und man kann wechselnd drauf sitzen. Das heißt, man kommt in den Genuss, die Landschaft an sich vorbeigleiten zu sehen und immer eine ganz andere Perspektive zu haben wie beim Wandern oder beim Radfahren, weil da muss man immer auf den Weg achten. Jetzt ist das beim Trekking natürlich das Schöne, den Kasten Bier und den Grill, den kann das Muli tragen, ne? Den muss man nicht selber tragen. Ja, so ungefähr. Also es gibt ein Picknick mit regionalen Sachen, zum Beispiel regionalen Käse, geil, und Brot und Wurst. Natürlich, alle Wurst gibt's. Aber wir schleppen normalerweise keine Kasten Bier mit. Naja, könnte aber man aber machen. Jeder, ne? Wird, man könnte es machen. Genau, ja, in den USA werden Küche. Wie lange gehen solche Trekkingtouren? Also es gibt eine Tour mit Picknick, die dauert so 5 Stunden. Mit insgesamt die Maultiere fertig machen, satteln und so weiter. Durch den Naturpark Kellerwald oder auch durch den Nationalpark? Im Nationalpark sind wir nicht unterwegs. Okay. Wir starten ja immer hier vom Maultierhof in Bad Wildungen-Weger. Das heißt, wir sind vorwiegend in Richtung Wenzinger Rude unterwegs. Also vorwiegend in dem Teil, wo kein Mensch läuft. Also Naturpark, Kellerwald, Edersee. Genau. Da unterwegs. Im Hänsel- und Gretelwald. Ja, genau. Genau. Ja, 5 Stunden, 6 Stunden? 5 Stunden sind wir beschäftigt mit den Tieren bei einer Trekkingtour. Mhm. Und beim Reiten ist die Reitzeit so... Ich habe eine Eroberung gemacht. Ja. 4 bis 5, ja. Das ist die Tira, das ist eine Schweizerin, die jetzt so weit im Norden gelandet ist. Also 4 bis 6 Stunden reiten wir. Ja. Genau. Ja. Und zwischendurch picknicken wir, genießen die Landschaft. Viele fragen, wie viele Kilometer, sage ich, das spielt keine Rolle, es spielen die Erlebnisse eine Rolle. Ja. Soweit das Muli trägt.
Genau. Ja, und wie gesagt, es ist wirklich so, wenn man vom Sattel aus auf die Landschaft guckt, ist es nochmal ganz anders. Das ist einfach... Ja, ja. Und das Reiten selber mit dem Muli ist nicht wesentlich anders wie mit dem Pferd, ne? Nee, man muss genauso reiten können. Die reagieren auf die gleichen Hilfe. Meine sind tragen Westernsattel und sind eher in Richtung Westernreiten ausgebildet. Also Signalreitweise am langen Zügel. Und nur wenn ich eine Änderung vom Verhalten haben will, dann kann ich dem die reiterlichen Hilfen geben, dass es sich so verhält. Der Unterschied ist, die Mulis sind besser gefedert. Also die haben lockere Bänder. Okay. Und deshalb, wenn die über Baumstämme zum Beispiel drüber gehen, ja, dann merke ich da oben auf dem Rücken gar nicht so viel. Das ist wirklich eher so wie Gleiten, ja, wie so Gewackele. Geil? Aber man merkt, die Füße bewegen sich drunter, aber der Rücken bleibt relativ ruhig. Also wenn ich mich richtig eingearbeitet habe, haben die auch eine dickere Decke. Also die Haut ist dicker, das heißt, die sind unempfindlicher gegen Parasiten, nicht so wie Pferde, ne? Ja, also spannend ist, dass beim Muli im Endeffekt ähnlich wie beim Pferd es so ist, die können sehr grob miteinander spielen. Da möchte ich nicht dazwischen stehen. Und auf der anderen Seite merken sie eine ganz kleine Fliege. Geil? Ja, okay. Ja. Dann gibt es heute noch was Besonderes. Das ist die Zertifizierung. Genau, das freut mich sehr. Ich hatte Kontakt noch drüber berichten mit dem Klaus Wiegand und gerne habe ich da die Haltung von den Maultieren als Pferdehaltung zertifizieren lassen. Das ist schon okay. Das ist gut. Weil ich denke mir immer, der Maultierhof soll ja auch zeigen, wie die Tiere artgerecht gehalten, ja, werden. Es darf auch ein Naturerlebnis sein, deshalb gibt es drumherum auch ganz viel an Natur noch zu erleben. Jetzt haben wir gerade unten die Bundesstraße im Mikrofon. Kinder und Maultiere. Ich sag mal, Kinder laufen ja auf alles, was niedlich ist und klein ist. Oder Mädchen sowieso, ein bisschen wendig geschädigt. Ja. Und Esel sind überhaupt süß. Wie gehen Maultiere mit Kindern um? Meine kennen Kinder. Okay. Und das ist auch kein Problem. Das ist insgesamt, egal ob klein oder groß, auch Menschen mit Behinderung im Rollstuhl oder Spastiker kennen meine Tiere. Ja, das merken Tiere, glaube ich, sowieso, wenn Menschen anders sind als die Norm, ne? Manchmal. Ja, aber wenn das Tiere nicht gewohnt sind, dann ist es ja nicht in der Norm. Das heißt, es wird gefährlich. Ja. Ja, ja. Aber meine kennen das. Und prinzipiell, wenn die Kinder wissen, was sie wollen, ja, ist das kein Problem. Die Trekking-Touren gehen das ganze Jahr? Genau. Auch im Januar Winter, bis auch beim Herbst. Klar. Herbstwald ist natürlich immer wir das Schönste. Wir genießen jede Jahreszeit. Und der Frühjahr, ja, du nix, ne? Du weißt ja, das. Ja, klar. Ne? Aber Winter ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Winterwald ist immer wieder ganz anders, wenn man mal wieder Schnee hat. Genau. Ja, spannender Tag hier auf dem Maultierhof in Bad Wildungwega. Und wir werden das heute noch mal so ein bisschen beobachten. Erstmal vielen Dank, Julia. Ja, freut mich. Und wie heißt du? Danke auch. Tira. Tira. So, dir auch vielen Dank, dass du so geduldig warst. Auf jeden Fall, dass ihr da seid. Schön. Es freut mich auch. Es ist immer ein bisschen komisch zu sagen, dass mein Betrieb schon 25 Jahre gibt. Eben 23 Jahre auf der Alp, auf der Schwäbischen Alb in Süddeutschland, 410 Kilometer von hier entfernt. Und jetzt seit 2 Jahren hier. Und eben dann mit dem Maultierhof, was mich auch sehr freut, weil ich den Hof jetzt einfach nach eigener Vorstellung gestalten kann. Auch mit allem drum und dran. Dazu gehört die Pferdehaltung und die Maultierhaltung. Dazu gehört aber auch die Natur drumherum. Auch die Möglichkeit, hier eben ein Fest zu feiern. Das freut mich sehr. Und ich habe den Klaus kennengelernt auf dem Burgfest in Jesberg. Da war ich als Naturparkführerin beim Kellerwaldwagen. Deshalb liegen auch die Sachen da, weil mir das auch im Herzen liegt, hier in der Region vernetzt zu sein. Deshalb gibt es auch Griesels Hofeis zum Beispiel hier. Und den Klaus habe ich kennengelernt,
Den fand ich so nett, weil der hat so einen tollen Bart. Ha? Ich wollte es nicht erzählen, aber wenn du es erzählst, ist gut. Mir fällt halt immer, ich kann meine Klappe einfach nicht halten. Genau. Wir kamen dann so ins Gespräch und ich finde das interessant. Erstens bin ich auch ein Waldmensch, bin ja auch Waldpädagogin. Und dann haben wir da schon ein gemeinsames Thema gehabt. Und dann eben eine Zertifizierung zu machen, die nochmal hervorhebt, wie wichtig das ist, dass Pferde oder in meinem Fall eben die Maultiere vernünftig gehalten werden in der Herde, dass sie ihre Sozialkontakte leben können, dass sie vernünftig versorgt werden, dass genug Platz haben zum sich bewegen und zwar immer, nicht nur eine Stunde unterm Reiter oder eben auf einem kleinen Paddock, sondern mehr Platz haben. Und dann aber gesagt, dann muss ich mich mal reinbegeben und das mal prüfen lassen. Und es ist immer spannend, sich prüfen zu lassen von jemand anders. Man muss jemand anders sozusagen reinlassen, auch Erklärungen liefern für das, was man wie macht. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil ich bin ja überzeugt von dem, was ich mache. Ich habe ja Maultiere, da muss man überzeugt sein. Und so kam das zustande. Und das ist ja ganz witzig, weil das in Jesberg hier um die Ecke ist. Okay. Richtig. So, gut, meine Damen und Herren, liebe Gäste des Hofes, liebe Julia, wir gehen heute mal nicht so förmlich vor, weil Pferdeleute duzen sich in der Regel. Ja, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Mein Name ist Klaus Wiegand. Ich leite seit 25 Jahren die Gütegemeinschaft Wald- und Landschaftspflege und wir sind hauptsächlich in der Zertifizierung von forstlichen Dienstleistern tätig, haben aber seit 2005 schon die holzrückenden Pferde mit überprüft bei unseren jährlichen Überprüfungen, die wir in der freien Natur im Wald oder auch im Feld durchführen. Und ja, Julia hat ja schon erzählt, wie sie mich kennengelernt hat. Das hat noch einen anderen Hintergrund. Sie schiebt meinen Bart vor, finde ich auch ganz gut, deswegen habe ich ihn. Aber als ich ein Gespräch mit ihr gehört habe, dass sie auch Pferde hatte, da bin ich ganz, ganz schnell hellhörig gewesen, weil ich will ja dieses Gütezeichen GZ081 Pferdehaltung und Nutzung bekannt machen und auch am liebsten verleihen. So, und dann haben wir uns halt unterhalten, was sie hat und was sie macht und. Und ich fand es ganz interessant, dass sie hier mit 18 Mulis arbeitet und sich hier eine neue Existenz aufbaut. Nach 25 Jahren Tätigkeit in der Branche, jetzt seit 2 Jahren hier. Und da ist der Start wahrscheinlich nicht immer einfach und mit viel Arbeit und Mühe verbunden. Manchmal hat man auch Sorgen. Wir hatten aber im Lauf des Gespräches, und ich habe sie dann auch nochmal hier besucht, wir sind uns dann einig geworden, ich konnte sie überzeugen, sie lässt sich nach den Rahlgütekriterien prüfen. Und das ist für mich auch natürlich ein kleiner Erfolg und ich habe das gerne gemacht und war ganz gespannt darauf, wie es ist, wenn man einen Stall mit Mulis prüft, wo der Unterschied ist zwischen Muli und Pferd. Weil das ist für uns auch was ganz Neues. Und es war für mich wirklich interessant und wir haben das dann in die Wege geleitet. Sie hat einen Antrag gestellt, wie sich das gehört. Und der Antrag wird dann bei uns bearbeitet. Und dann haben wir einen externen Prüfer bestellt, also unsere Prüfer kriegen von uns die Prüfaufträge, die sind nicht bei uns angestellt, haben mit unserer Gütegemeinschaft im Grunde genommen nichts zu tun, das sind alles freiberuflich Tätige und die Prüfung ist hier erfolgreich verlaufen. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, bitte nicht böse sein, sie hat 2 Fehler gehabt. Der erste Fehler, sie hat keinen gültigen Erste-Hilfe-Kurs. Schon abgelaufen, ich habe so viele in meinem Leben schon gemacht. Ja, aber das ist ja keine Schande, man kann es ja nachholen. Und das zweite hast du wahrscheinlich auch noch nicht gewusst, es gibt auch einen Erste-Hilfe-Kurs fürs Pferd. Und den sollte jeder Pferdehalter und jeder Pferdebesitzer
auch machen, damit er da Bescheid weiß, wenn sein Pferd sich eine Verletzung zugezogen hat, wie man das am besten und schnellsten behandelt, bevor man Tierarzt holt. Genau, und das so ist so ein Punkt, wenn man extern geprüft wird. Man sagt immer, okay, jetzt habe ich so viel Pferdeerfahrung, gell? Seit 1991 muss ich das haben, aber es ist natürlich sinnvoll, auch nochmal zu sagen, ich bin auch Pferdeheilpraktikerin. Es ist dann auch sinnvoll, nochmal zu sagen, okay, man frischt das nochmal auf. Man kriegt so einen Tritt in den Hintern, weil, und dann macht man das auch nochmal. So, und ich habe mir erlaubt, meinen alten Freund Dr. Reinhard Scharnhölz anzusprechen. Das ist also ein väterlicher Freund von mir, der ist allerdings nur sechs Jahre älter als ich. Aber wir verstehen uns seit 1992 sehr gut. Und Dr. Scharnhölz ist ein Spezialist in Bezug auf Pferdehaltung und Zucht. Das war sein Hobby in seiner ganzen Veterinärtätigkeit. Und ich habe ihn gebeten, Reinhard, schreib mir doch bitte mal einen kurzen Aufsatz, der Unterschied zwischen Pferd und Muli. So, ich erlaube mir mal kurz hier einen Abschnitt vorzulesen. Die Hybriden zwischen Esel und Pferd kann man als luxurierende Bastarde bezeichnen, da sie eine Kombination von Eigenschaften besitzen, die in dieser Ausprägung die jeweiligen Eltern übertreffen können. Bei Beschränkung auf das Maultier oder Muli, Maultiere verfügen über sehr große Ausdauer und Kräfteentwicklung. Die Futterverwertung ist besser als beim Pferd und ihr Verhalten ist ausgeglichener. Nervöse, störrische oder gar bösartige Mulis sind das Ergebnis völlig falscher Ausbildung. Der Mensch als Ausbilder muss das Muli überzeugen und an seine Aufgaben heranführen. Hau-Ruck-Verfahren, bei der Ausbildung von Pferden leider vielerorts noch üblich, sind bei Muli Fehlanzeige, da Mulis überzeugt werden wollen. Wenn dies gelingt, ist das Muli ein zuverlässiges Arbeitstier, geeignet als Reittier, Packtier und vor allem als Zugtier in Land- und Forstwirtschaft, sowie für Spanndienste jeglicher Art. Wenn das Muli die Autorität seines Menschen anerkennt, hat der Mensch einen zuverlässigen Arbeitspartner, der in der Regel Nerven bewahrt und nicht zum Durchgehen neigt. So, und das ist ein kleiner Unterschied und es ist mal eine besondere Freude, mit der Julia hier einen solchen Menschen getroffen zu haben, der die Besonderheiten der Mulis kennt und beachtet und sehr verträglich mit ihnen umgeht, beziehungsweise die Mulis tun dir nichts Böses, weil sie mit dir einverstanden sind als Leiterin, genau, sage ich mal so. Und mir ist es, wie gesagt, eine besondere Freude, der Julia jetzt diese Wahlverleihungsurkunde überreichen zu dürfen. Sie ist also seit dem 19. Juli ein RAL-geprüfter, pferdehaltender bzw. Muli-haltender Betrieb. Julia, herzlichen Glückwunsch, alles Gute und für deinen weiteren Arbeitsbereich und Lebensbereich viel, viel Erfolg mit deinen Mulis. Bleib gesund und bleib noch lange als Wanderführerin und Expertin für Mulis und Landschaft und Natur uns erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das RAL-Zeichen durfte ich ja auch an die Stallwand machen draußen. Damit machen wir auch Werbung dafür. Macht das ruhig auch, fragt nach. Weil wie gesagt, es ist immer eine schwierige Sache, ob man sich zertifizieren lässt, weil das auch mit Kosten verbunden ist und man andere Leute reinlassen muss. Aber es ist auch gut zur Eigenüberprüfung. Okay? Weil der Klaus ja jetzt gerade wunderbar zitiert hat, was Mulis sind, kriegt er jetzt eine kleine Vorführung. Da hinten, da geht er einfach um den Stall rum. Wir satteln die eben kurz und dann sucht ihr euch da einen Platz, wo die ganzen Sachen aufgestellt sind. Dann könnt ihr ein bisschen checken. Ja.
Okay, ich dachte, irgendwas.